Dann war es jetzt auch gar nicht ganz so optional hier, ne? Nicht so richtig jedenfalls. Da ich ja scheinbar auf jeden Fall noch hier hin musste, wenn ich die Maske haben wollte. Also vielleicht ist der Maskenkram natürlich auch optional, das weiß ich nicht. Aber erstmal gehe ich jetzt fast davon aus, dass ich den brauche. Ist da unten noch so? Da unten war ich schon. Wo ist jetzt... Was ist das hier? Ah, ach so. I see. Verstehe. Und so. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt hier... Da war ich dann noch nicht, wenn ich hier jetzt wieder lang gehe, ne? Genau, so. Oh, was haben wir denn hier? Es wäre Licht. Alter, was macht hier Geräusche? Irgendwas wummert hier so komisch. Crazy. Was war denn das? Okay. Von oben komme ich auch auf das andere Ding wieder drauf, ne? Ich glaube, das ist der Witz an der Sache. So komme ich wieder da hoch. Hier, nämlich. So. Das sieht so aus, als wäre da irgendwas noch drin. Da ist noch was drin. Wie komme ich denn da wohl rein? Muss ich da von oben irgendwie durchs Fenster springen vielleicht oder so? Von oben durchs Fenster springen. Moment. Da hat der Snizzle doch eine Idee. Wenn er bescheuerte Sachen kann, dann ist das doof in der Gegend rumhüpfen. Dabei noch Blut abgreifen. Was ist denn, wenn ich da jetzt irgendwie reinspringe? Ne, so kriege ich das nicht hin. Ne, verdammt. Ach, ich lasse das erstmal. Das kann sein, dass das so funktioniert. Vielleicht komme ich auch noch auf andere Weise rein. Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal... Ja, die ganze Zeit da so rumspringen, das ist ja nervig, wenn ich jetzt irgendwie anfange zu versuchen, da reinzuhüpfen. Ich kann ja unter Umständen ewig dauern. Kann ich ja vielleicht von da auch einfach reinlaufen oder so? Und da könnte ich halt auch versuchen zu springen, ne? Na, ich lasse es erstmal. Ist egal. Ist jetzt, glaube ich, gerade nicht ganz so wichtig. Hoffe ich wenigstens. So. Gehen wir hier weiter. Brauche Drachen. Ich habe es übrigens nicht vergessen. Wollte ich damit sagen. Gegner? Nö. Also ich gehe fast davon aus, dass hier irgendwann gleich der komische Drache wirklich angesprungen kommt und mich grillt oder so. Was ist das da hinten? Was das wäre da irgendwer? Egal. Kann ich da drauf? Ich kann da vielleicht drauf. Ich weiß es nicht. Hallo. Oh, hi. Piek, piek, so. Na, ah, shit, das ist ein Magier-Dude. Da muss ich mich gleich... Der schießt aber ganz schön weit, wa? Finde ich nicht gut. Heile ich mich mal lieber gerade. Oh, ich habe eine Menschlichkeit gefunden. Voll cool. Ih, das ist ja Zielsuchen. Das ist blöd. Wow, okay. So. Also ich habe irgendwo vorhin eine Menschlichkeit gefunden, scheinbar. Da vorne gibt es... Was ist denn das da hinten? War das wieder ein Magier oder war das irgendwas anderes? Ja, das war was anderes. Das war nur so ein normaler Typ. Oh, eine große Scherbe. Hi. Hehe. Piek. Das ist für eine Kathedrale, in die ich hier gerade reineiere. Das ist ja super. Ich höre schon wieder einen. Ich sehe aber keinen. Na gut. Oh, hi. Da hinten steht einer. Abfall. Oh, der ganz wichtige Kram.
Laufen da oben Leute rum, wa? Ist ja nervig. Oh, da unten geht's. Alter, wie tief das auch schon wieder ist. Komme ich hier noch irgendwo Interessantes hin? Nö, ne? Nö, sieht nicht so aus. Hm, dann nicht. Dann gehe ich wohl da runter. Was anderes bleibt mir gerade scheinbar. Oh, shit. Anscheinend gerade gar nicht übrig. So komme ich da nicht lang. Das ist schlecht. Der Magier stört mich ein bisschen. Hallo. So. Nicht, was er da gerade hingemacht hat, aber da hinten sind noch mehr von den Magiern. Die lachen so komisch hier, die ganzen Dudes. Oh, der schießt auf mich. Ist hier noch einer? Nö. Okay, perfekt. Au, Alter. Die machen ja tatsächlich Schaden, ne? Wenn die den mal treffen. Betonung liegt auf wenn, aber... So, ich hole mir erstmal, glaube ich, gerade hier kurz. Eine Heldenseele hole ich mir. Scheinbar. Dachte gerade schon, das hat irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Oh, eine grüne Scherbe. Sowas haben die auch. Und einen aufgeblähten Kopf haben die auch. Ist ja interessant, was die so alles dabei haben. So. Wie ich da dran komme, weiß ich noch nicht genau. Ich gebe mir mal gerade eine Auffrischung. Was tut denn der aufgeblähte Kopf? Hä? Ist der hierbei? Ich glaube, da war er gerade. Nicht? Nee, das waren die komischen Masken. Vielleicht ist es auch ein Helm. Ich glaube, fast das ist ein Helm, der aufgeblähte Kopf. Tatsächlich, da. Ich höre die ganze Zeit noch die Leute irgendwie so komisch rumkichern hier. Guck mal ganz kurz hier rein. Hier würde ich fast sagen, geht es weiter. Das heißt, ich gucke erstmal hier um die Ecke. Hier ging es doch, glaube ich, genau. Hier geht es nämlich noch hoch. Ich habe das Gefühl, hier lachen noch Leute rum. Was ich so nicht in Ordnung finde. Hier sollte nicht so viel gelacht werden. So. Nämlich. Das ist hier nicht lustig? Nein, das ist hier nämlich nicht lustig. Hier wird nicht gelacht. Das ist hier eine ganz ernste Angelegenheit. Da möchte ich kein Gelache hören. Zumindest nicht in dieser Art und Weise. Und in dieser Menge. So. Da denn hin? Sieht irgendwie aus, als könnte man da durch, aber das ist scheinbar nicht der Fall. Wie komme ich denn da hin? Kann er ja schlecht hinspringen, oder? Nee, das erwarten die nicht, oder? Da kann ich auch nicht langlaufen. Nee. So jedenfalls nicht. Shit. Ja, da ist noch irgendwie eine Truhe, zu der man theoretisch irgendwie hinkommt, wenn man nicht viel zu dämlich für sowas wäre. Also so wie ich halt. Nee, so komme ich da gar nicht hin. Okay. Ich hatte gerade kurz, ich muss da jetzt nochmal runterhüpfen, um zu diesem komischen Ding zu kommen und die Leiche da runter zu schneiden. Aber wahrscheinlich so auch gar nicht hinzukommen erstmal. Aber hier komme ich ja wohl, das werde ich ja wohl schaffen. Toll. Toll, Snizzle. Heilung ist alle. Auch super. Perfekt. Muss ich schon anfangen, Flasks für sowas zu saufen. Hark! Dark Souls ist definitiv kein Spiel für Jump'n'Run-Einlagen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber er möge sich hart geflamed fühlen. Bitte. Ah, Mistding. Sieht auch aus, als würdest du mich anlachen irgendwie.
Doch. Stirb, Drecksvieh. So. Oh, eine große Scherbe hat er immerhin für mich. Und hier. Also hier, nicht da hinten irgendwo, hier. Ich wusste doch, dass das jetzt passiert. Oh, oh. Ja, nein, so nicht. Von wegen. Da ist doch sowieso wieder jetzt hier nur so ein komisches Ding drin. So eine ein Wappenschlüssel. Könnte. Ja. Könnte das der Schlüssel zu dem Turm sein? Das könnte der Schlüssel zu dem Turm sein. Warte mal gerade. Ich dachte mir sowas. Dass hier noch der Teil ist. Hauen wir erstmal hier die Leiche runter. So. Kann ich da gleich nochmal hin. Dann gehen wir erst wieder nach oben. Gucken, was hier noch ist. So, hier vielleicht irgendwas Interessantes. Also hier kann ich auf jeden Fall erstmal runterhüpfen und dann ist da... Da vorne vielleicht noch was. Okay, das ist auf jeden Fall noch runterhüpfenswert. Das heißt, ich gehe jetzt erst nochmal kurz hier rum. In diese... Oh. Ah, okay, I see. Jetzt muss ich da nochmal rüber. Toll. Hätte ich irgendwie anders machen sollen. Naja, zu spät. Zu spät. Aber so geht es jetzt. Jetzt bin ich nicht mehr zu blöd dafür. Jetzt kriege ich das gebacken. Okay. Dann jetzt da einmal kurz runter. Nicht lang schlittern, wenn es geht. Ich hoffe, das funktioniert so. Genau. So, da ist jetzt mal nichts. Ich nehme an, wenn ich hier lang gehe, komme ich noch zu irgendwas Sinnvollem. Jo, Loots. Doppelmenschle. Ja. Das ist nicht so heldenhaft, ne? Vor allem, weil... Shit, wo... Achso. Jetzt kann ich hier stückweise runterhüpfen und sterbe dabei nicht. I see. Da ist jetzt noch der Rest meines Loots. Perfekt. Finsterer Nebel. Guck mal. Mehr komische Zauber. Ach shit, kann ich ja gar nicht mehr. Arg. Also, zaubern, heilen und so. 42... Alter, ich habe schon wieder 42.000 Dingens, Seelen, Kirchen, Zeug. Pass auf, Schleichweg. Oh. Schleichweg klingt gut. Cool. Ganz ehrlich, das mache ich jetzt auch. Also ich gehe jetzt, ich wollte gerade sagen, wo kommt er denn her? Aber die sind tot. Okay, die hüpfen, fallen dann nur gerade so in der Gegend rum. Ich mache das jetzt mal gerade. Also erstmal setze ich mich hier kurz hin. So, und gucke mal gerade aufsteigen. Ich kann nämlich mal aufsteigen. Bam, direkt nochmal Vitalität steigern. So. Haben wir nämlich unsere Menschlichkeit ausgenutzt. Und jetzt kann ich mal gucken, ob ich da hinten in den Turm reingehen kann. Haha. Das wäre doch sehr cool, wenn das funktionieren würde. Brauchst Schlüssel, aber ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schlüssel ist, aber ich habe einen Schlüssel. Einen sogenannten Wappenschlüssel. Ja, haha. Ich sollte mir irgendwie noch aufschreiben, dass ich den Drachen noch töten muss. Und zwar vergesse ich das nämlich. Es sei denn, ich muss den töten, das weiß ich noch nicht. Vielleicht. Schlüssel? Ah, Schlüssel. Hallo, raufklettern wollte ich gerne. So, was ist hier jetzt? Oh! Hi! Bist du etwa ein Schmied? Du siehst aus wie ein Schmied. A visitor have we. Thou must be the one who freed Artorias. Befreit ist gut. Old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. Okay. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Man kann Sachen bei ihm kaufen. Oh, die Hallo-Maske. Ich kann hier Masken kaufen. Ich kaufe einfach mal beide Masken. Nehme an, ich brauche die für irgendwas. Ah, cool, hier kann man auch noch Scherben kaufen. Und komische Pfeile.
Also falls ich den mal irgendwie brauche. Perfekt, erzähl mal was. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly. But for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Uh-huh. I'll understand one day. At our twilight, old thoughts return in great waves of nostalgia. Hast noch was zu sagen? Me? There's very little to be said. Who good is a dog with no hairs to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Noch mehr? Me? Nee. Okay, dann nicht. Farewell, human. Lead thy life as thou seest fit. Ja, okay. Hast du vielleicht noch eine Truhe hinter dir versteckt, die ich so nicht sehe? Nein? Ich möchte gerne deinen Bogen mitnehmen. Psst. Okay, ich habe die beiden Masken. Ich nehme an, die brauche ich noch. Und selbst wenn nicht, haben wir einen komischen Händler gefunden. Oder grundsätzlich einen NPC. NPCs zu finden ist eigentlich immer ganz witzig, weil NPCs, die erzählen einem ein bisschen was und so. Ist immer schön. Auch wenn ich ja zugegebenermaßen jetzt nicht so hundertprozentig auf die Story achte. Einfach, weil ich nicht so richtig auf die Story achten kann. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ich weiß, dass einige von euch vielleicht lieber noch ein bisschen was zur Story hören wollen würden. Das Problem ist, das ist für mich natürlich nicht ganz einfach hier, ne? Überall steht hier was von wegen Rest der Finsternis. Wäre eigentlich ganz cool. Sollte ich vielleicht eigentlich mal mich drum kümmern. Also hier, ne? Geist der Finsternis. Wäre bestimmt lustig, den zu verprügeln. Aber der kommt dann wieder irgendwann und bringt 1000 Gegner mit und dann ist das erstmal wieder doof. Und nicht der tolle Plan und sinnvoll und so. Oh. Zack. So. Loot. Loot und mehr Loot. Weiß gerade immer noch nicht wieder genau, wofür ich die großen Scherben brauchte. Ich hatte irgendwas, was ich noch mit großen Scherben aufrüsten wollte. Das war der Bogen, glaube ich. Ja, den werde ich jetzt wahrscheinlich wieder hoch komplett voll pimpen können, aber naja. Whatever. Erstmal habe ich den Kram dafür, was gar nicht so schlecht ist. Schadet auf jeden Fall nicht. So, ist hier direkt wieder irgendein komischer Magier. Nö, das ist schon mal schön. Dann gehe ich erstmal direkt geradeaus weiter. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich jetzt mir meinen da einmal in Anführungsstrichen speichern gehe, dass ich dann direkt... Oh, crap. Da sind Magier. Oh, shit. Oh, shit. Und die schießen natürlich auch direkt auf mich. Das ist nicht gut. Au. Hör auf damit. Hör auf damit, habe ich gesagt. Also beide, wenn es geht. So. Auf die Fresse und so. Ich mache das mal so. Da muss ich irgendwie zusehen, dass ich möglichst hinter irgendwelchen Sachen Deckung nehmen kann, während die auf mich schießen. Noch mehr Loot? Nein. Sonst habe ich halt Probleme. Naja, da hinten sind welche. Also die sind... Oh, die sind beide hier. Perfekt, da kann ich nämlich einen erschießen. Kommt hier noch einer angelaufen? Den kann ich jetzt verhauen. Der andere Typ. Oh, der ist noch auf dem Rückweg. Okay. Kann er mal machen. Finde ich okay. Kannst auch gerne in der Gegend rumschießen, ist mir egal. Hallo. Hey. Auf zu lachen. Glaub's ja wohl. Ist nicht lustig. Grüne Scherbe hat er dabei. So. Guck ich mir hier nochmal kurz links und rechts um. Wer weiß. Loot ist immer ein bisschen versteckt hier. Guck mal. Nämlich. Ist da noch irgendwo so ein Ritter abgenibbelt und hat eins seine Seele darum liegen lassen. Hätte ich jetzt nämlich sonst übersehen. Ih, da unten ist ja eklig. So, und jetzt gehen wir hier geradeaus und da war ja noch irgend so ein Typ. Da vorne, geradeaus. Der sieht nicht aus wie die anderen Leute hier. Der sieht aus wie ein großer Ritter.
Dachte ich. Er sieht doch nicht aus wie ein großer Ritter. What the fuck ist das? Das wabbert. Wenn ich da drauf haue, wabbert das. Oh oh. Ja, au, alter Schwede. Oh oh. Ich will das nicht, geh weg. Komisches Gerät. Au. Ne, das mit dem schnell wegwursteln hat nicht so richtig funktioniert. Mit dem, schnell mal nach hinten ausweichen und so. Alter. Was für ein Drecksviech. Hilfe. Ich hab nicht mal getroffen. Geh weg! Geh weg! Au! Wieder nicht getroffen. Shit. Oh oh. Au. Ah. Geh halt. Alter Schwede. Geh halt kaputt jetzt. Was ist ein Drecksvieh? Boah, wie nervig. Kettengamaschen. Ja, toll. Der Loot des Loots. Einfach nur. Schwäche Zauberei. Ja, nein. Ich hab schon, das habe ich schon erwartet irgendwie, aber habe ich halt auch nichts von, weil ich habe nicht so richtig viel Zauberei. Hier wird es auch immer komisch ekliger, ne, mit diesem Zeug. Achtung vor mir, Feind, ja. Habe ich auch irgendwie erwartet. Kommt der jetzt, wenn ich hier auf dem, bei dem Fahrstuhl stehe? Der steht wahrscheinlich, genau, ich dachte mir schon sowas. Gut, dass das da stand. Naja, gut. Wenn es nicht da gestanden wäre, wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Okay, ich fahre langsam immer tiefer. Irgendwo in die Pampa der Welt rein. Oh. Aha. Aha. Es ist dunkel hier unten. Ich mach mal das Leuchtfeuer an. Ich setze mich auch mal gerade dahin kurz. Weil mehr neue Flasks. So, was geht jetzt hier? Also abgesehen davon, dass es hart dunkel ist, versuch's mit Springen. Eigentlich nee. Wow. Ruckel, ruckel, ruckel. Das ist schon hart dunkel hier, ne? Ich will ja nicht springen. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Boah, das ist ja fürchterlich hier. 15 Frames. Das ist ja hier wie in, wie heißt es? In der komischen Stadt da. Das ist vor allem, Achtung vor dir, Käfer. Na toll. Ah, da. Ha, erwischt. Punkt, Titan und weißer Brocken. Naja, warum nicht? Menschlichkeit. Oh nee, das ist hier langsam wirklich hier wie in diesem Grabmal der Riesen. Grabmal der Riesenzeug. Na super. Ich brauche Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung gerade. Lasse gerade alle Hoffnung fahren hier. Ich meine, die sind jetzt irgendwie nicht stark, deswegen ist das eigentlich gar nicht schlimm. Die hängen halt so ein paar komische Gegner rum, aber meine Güte. Trotzdem. Oh, ich habe schon zwei Menschlichkeit abgesahnt irgendwo. Hier gibt es erstmal Loot. Da hinten ist irgendwie so ein Magier. Das ist nicht so geil. Oh oh. Au. Oh oh. Au. Shit. Ja. Das war jetzt nicht so toll, ne? Verdammt. Wie dem auch sei. Wir sind aktuell in der Stadt Olasil
oder wie auch immer man das genau nennt. Wir haben Arturias verprügelt. Wir haben komische Masken gefunden und ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, wo das Ganze hinführen wird. Abgesehen von tief in die Dunkelheit und in ein nicht ganz so schönes Geruckel hier aktuell. Aber das soll es erstmal gewesen sein für meine recht späte Session. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr dabei zuschaut, wie ich hier den DLC mit erkunde, mit dem Hauptspiel zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.